Das passiert, wenn du endlich damit aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen. Eliminiere deinen schlimmsten Feind und gewinne stattdessen neue Freunde dazu. Freunde kann man im Leben nie genug haben. Feinde hingegen sind leider manchmal unvermeidbar, aber wir könnten gut und gerne auf sie verzichten. Was wäre, wenn wir dir heute einen Trick verraten würden, mit dem du gleich 16 neue Freunde auf einen Streich dazugewinnen kannst? Und das Beste an ihnen ist, sie bleiben ein Leben lang an deiner Seite. Was du dafür tun musst? Deinen schlimmsten Erzfeind für immer in die Flucht schlagen. Gemeint ist damit der Vergleich mit anderen. Er tötet jede Freude in deinem Leben, lässt sich konsequent alt aussehen und sorgt dafür, dass du keinen einzigen deiner Erfolge genießen kannst. Auf diesen Spielverderber kannst du definitiv verzichten. Statt ihm werden sich die folgenden Dinge ereignen und sie werden schon bald unverzichtbare Weggefährten für dich sein. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du ziehst die richtigen Menschen an. In Menschengestalt erscheinen die bereits erwähnten Weggefährten Nummer 1. Du wirst endlich die richtige Energie nach außen tragen und diese lockt die richtigen Menschen in deinen Dunstkreis. Solange du neiderfüllt auf alle anderen blickst, bist du nicht bereit dafür, mit anderen gemeinsame Sache zu machen. Nummer 2. Deine mentale Stärke nimmt zu. Indem du keine Zeit mehr damit vergeudest, dir den Ärger höchstpersönlich ins Haus zu holen, schaufelst du Ressourcen frei, die du anderweitig nutzen kannst. Dein Kopf hat mehr Freiraum, wenn er nicht mit dem Vergleichen beschäftigt ist. Nummer 3. Die inneren Kritiker haben Sendepause. Wir sprechen mit anderen Menschen nicht halb so bösartig und gemein wie mit uns selbst. Fällt das ewige Vergleichen weg, können wir auch die inneren Kritiker besänftigen. Es gibt dann ja keinen Grund mehr zur Unzufriedenheit. Nummer 4. Deine Kreativität kann sich frei entfalten. Das Schlimme am Vergleichen ist unter anderem, dass wir uns damit selbst das Wasser abgraben. Wir töten jeden kreativen Keim in uns, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind zu schauen, was andere machen oder können. Nummer 5. Du kannst dich für andere freuen. Du machst dir dein Leben nicht nur leichter, indem du das Vergleichen bleiben lässt. Du wirst auch ein besserer Mensch dadurch. Anstatt Neid und Eifersucht zu empfinden, wirst du dich mit anderen und ihren Erfolgen freuen können. Nummer 6. Die Freiheit, ganz du selbst zu sein, kannst du in vollen Zügen genießen. Solange du dir Gedanken darüber machst, wie es anderen geht und was sie alles besser können als du, wirst du nie frei sein. Du bleibst ein Gefangener destruktiven Denkens. Nummer 7. Du traust dich mehr. Im Vergleich mit anderen verhaftet zu bleiben, ist so, als ob wir uns selbst ausbremsen würden. Ein mutiges neues Projekt oder der Aufbruch zu neuen Ufern bleibt uns so für immer verwehrt. Nummer 8. Schluss mit dem Imposter-Syndrom. Solange du dich vom Trugbild, das andere von sich in die Welt hinaus projizieren, täuschen lässt, wirst du dir ständig wie ein Hochstapler und Falschspieler vorkommen. Du denkst, du kannst nichts. Dabei kannst du in Wahrheit alles, was du können möchtest. Nummer 9. Du schätzt deine kleinen und großen Erfolge sehr viel mehr. Der Vergleich macht es uns möglich, Freude über kleine und größere Etappensiege zu empfinden. Wir schielen ständig mit einem Auge in Nachbars Garten, anstatt zu feiern, was wir bislang im Alleingang erreicht haben. Nummer 10. Deine Bestimmung liegt klar vor dir. Den Sinn des Lebens und deine Berufung wirst du nie finden können, solange du mehr darauf bedacht bist, was andere so treiben. Des Rätsels Lösung liegt klar vor dir. Aber du musst Ausschau danach halten. Nummer 11. Alle deine Beziehungen werden besser. Kannst du Eifersucht, Neid und Missgunst aus deinem Gefühlsspektrum streichen, hast du ganz neue Möglichkeiten, dich deinen Mitmenschen zu nähern.
Sie sind dann keine Konkurrenz mehr für dich. Nummer 12. Du inspirierst andere. Wir wissen gar nicht, welche Vorbildwirkung wir haben können, indem wir einfach nur unserem Stern folgen. Der Weg, der für uns eine Selbstverständlichkeit ist, kann für andere jener zur Erleuchtung und wahrhaft augenöffnend sein. Nummer 13. Aus Konkurrenten wird ein Team. Anstatt dich mit anderen zu vergleichen im negativen Sinne, schau lieber, was du von ihnen lernen kannst. Kein Meister ist je vom Himmel gefallen. Hol dir deine Idole und Vorbilder ins Boot, anstatt ständig daran zu arbeiten, wie du sie entern kannst. Nummer 14. Du setzt viel mentale Energie frei. Wo früher der Neiddämon Platz in deinem Kopf beansprucht hat, ist nun Raum für jede Menge gute Gedanken, Geistesblitze und Ideen. Aber du kannst auch einfach mal nur die Seele baumeln lassen und an deiner Resilienz arbeiten. Nummer 15. Dein Selbstbewusstsein blüht auf. Frei von Neid und Eifersucht zu sein, macht stark. So stark, dass du dich schon bald wundern wirst, wer die taffe und selbstsichere Person im Spiegel eigentlich ist. Nummer 16. Du findest wahre Zufriedenheit. Das Schönste und Beste heben wir uns natürlich für den Schluss auf. Wenn du den Vergleich aus deinem Leben verabschiedest, kannst du statt seiner die Zufriedenheit begrüßen. Sie ist ein überaus loyaler und dankbarer Gast, den du nicht mehr missen möchtest. Unser heutiges Fazit: Diesen hervorragenden Tausch solltest du unbedingt in Betracht ziehen. Der Vergleich mit anderen bringt dir nichts außer Verdruss, Ärger und Demotivation. Bei diesem Spiel kannst du nur verlieren, weil du nie genau wissen kannst, gegen wen du da eigentlich in den Ring steigst. Andere Menschen zeigen nie ihre 100%, doch die deinen, die kennst du ganz genau. Außerdem wendet unser Umfeld reichlich Zeit und Mühe auf, um in einem sehr viel besseren Licht wahrgenommen zu werden, als tatsächlich auf sie scheint. Also hör auf mit dem Vergleichen und freu dich stattdessen über gleich 16 neue positive Wendungen in deinem Leben. Du wirst zufriedener, selbstbewusster und mutiger. Deine Beziehungen verbessern sich und du kannst sogar ein Vorbild für andere werden dadurch. Indem du aufhörst, neiderfüllte Seitenblicke zu riskieren, kann sich deine Kreativität frei entfalten und dein Potenzial wird endlich gewürdigt. Du hörst auf damit, dich innerlich schlecht zu machen und klein zu reden. Und du kannst somit endlich das tun, wozu du auf dieser Welt bist, deiner Bestimmung folgen und so richtig durchstarten. Vielen Dank und bis bald.